Liebe Brüder und Schwestern, es ist eigentlich eine sehr verständliche Reaktion, die Petrus heute im Evangelium zeigt. Jesus spricht von Zurückweisung, von Leiden und Tod. Und Petrus sagt: Nein, Herr, das möge Gott verhüten, das soll nicht mit dir geschehen. Hätten wir nicht genauso reagiert? Wer von uns hätte das verstanden? Ja, wäre auf diesen Gedanken gekommen, ja, welcher Mensch, dass Gott die Menschen durch Leiden, durch Kreuz und Tod erlösen werde? Ja, dass dieser Messias Sühneopfer sein wird für unsere Sünden. Gott hat es zwar durch die Propheten ausgesprochen, angekündigt, aber diese Worte sind ja in Vergessenheit geraten. Ja, sie sind nicht hineingedrungen in das Herz der Menschen, der Zeitgenossen Jesu, seiner Apostel, der Israeliten. Ja, dass dieser Messias leiden muss für uns, dass er verspottet wird, dass er für uns die Last trägt, die Last unserer Schuld, dass er Sühnopfer sein wird für unsere Sünden, um uns so zu befreien aus der Macht der Sünde und des Todes. So offenbart sich neuerlich dieses Schriftwort, wo es heißt: So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Gedanken über eure Gedanken und meine Wege über euren Wegen. Ja, Gottes Gedanken sind oft ganz anders als die Gedanken der Menschen. Seine Pläne stimmen oft nicht mit unseren Plänen überein, weil wir alles zu sehr aus unserer menschlichen, aus unserer irdischen Perspektive betrachten und alles nur nach unseren menschlichen Kategorien beurteilen. Aber der Apostel lädt uns ein, dass wir sozusagen unsere Perspektive ändern, dass wir unser Denken erneuern, dass wir uns verändern lassen von Gott, von seinem Geist. Ja, dass wir es lernen, die Dinge, unser eigenes Leben, ja die ganze Welt mit den Augen Gottes zu betrachten. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ihm verdanken wir unser Leben, unser Dasein. Ja, Gott, er liebt uns und er sorgt für uns. Er gibt uns jeden Tag alles, was wir brauchen für unser Leben. Denn wir haben einen Vater im Himmel. Das sagt uns Jesus, der Sohn Gottes, der für uns Mensch geworden ist. Wir haben einen Vater im Himmel. Er erinnert uns daran, dass wir Kinder Gottes sind. Aber die Sünde hat den Menschen getrennt, hat diesen Blick auf Gott getrübt. Er hat uns blind gemacht. Die Sünde, die Schuld macht blind, sie trennt, sie zerreißt diese Einheit, diese liebende Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Ja, Gott hat den Tod nicht gemacht. Gott will nicht Leid und Schmerz. Das ist die Folge unserer Sündhaftigkeit. Schon damals im Paradies, wo sich Adam und Eva gegen Gott, gegen sein Wort und Gebot entschieden haben, hat das Unheil begonnen mit dem Sündenfall, als sie ihre Hand ausstreckten nach der verbotenen Frucht, nach dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und dem Teufel mehr glaubten als dem Wort Gottes, als dem liebenden Vater im Himmel. Wir aber wollen aus ganzem Herzen umkehren zum Herrn. Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen, an ihn zu glauben als den Retter und Erlöser. Er ist der Messias. Er schenkt die Vergebung aller Schuld, aller Sünden. Ja, er ist auch für uns Sühneopfer. So sehr liebt Gott uns, dass er uns immer wieder neu seinen Sohn schenkt. Es heißt ja in der Schrift: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, seinen geliebten Sohn für uns hingegeben hat.
Ja, das ist der größte Beweis der Liebe Gottes, dieser Liebe des Vaters zu uns, dass er uns seinen Sohn schenkt. Und der Sohn, er ist ganz eins mit dem Vater, er tut den Willen Gottes. Er geht diesen Weg bis zur äußersten Konsequenz. Er geht den Weg des Kreuzes, der Hingabe und lässt sich auch nicht von Petrus abbringen, nicht von einer halbherzigen Liebe zu den Menschen. Auch wir sollen diesen Willen Gottes tun. Nur im Willen Gottes besteht unser Heil. Lassen wir uns nicht in die Irre führen, nicht täuschen von einer falschen Autonomie, ja von Menschen, die Gott und seine Existenz verleugnen, die ein anderes Heil anbeten, die andere Heilsversprechungen uns verlocken wollen mit falschen Heilsversprechungen. Nur wenn wir die Gebote Gottes halten, wenn wir ihm vertrauen, erfahren wir wirklich Heil, Freude und Leben. Jene, die Gott verleugnen, seine Gebote missachten, sie gehen einen Irrweg und führen viele andere Menschen in die Irre. Vertrauen wir neu dem Herrn. Folgen wir ihm nach. Er schenkt uns die Kraft, dass auch wir unser Kreuz annehmen können. Die tägliche Last, die Arbeit, die Mühen. Wenn wir sie mit Jesus verbinden, im Glauben an ihn, mit seinem Opfer, dann wird jede Mühe, jede Last, alles, was wir alltäglich auf uns nehmen, aus Liebe zu Gott und den Mitmenschen, eine Quelle des Heils, der Erlösung, des neuen Lebens. Ja, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Wir sind kostbar in den Augen Gottes. Ja, wir sind so wertvoll in den Augen Gottes, dass er alles für uns gibt, dass der Vater uns seinen Sohn schenkt und der Sohn bereit ist, jeden Schmerz, ja das größte Leid, jede Qual, jede Last auf sich zu nehmen, um uns zu retten, um uns zu befreien, um uns diesen Weg zu Gott und zum Leben zu eröffnen. Wenn wir Gott und seine Gebote missachten, dann wird das Kreuz sozusagen größer. Dann vermehrt sich das Leid, der Schmerz in uns, in der Welt. Das sehen wir gerade heute. Statt Frieden breitet sich Krieg, Gewalt aus. Statt Freude, statt Leben erfahren viele Menschen Traurigkeit, Enttäuschung. Statt dass unser Leben angenehmer wird, erfahren viele Menschen eine bedrückende Not. Nur dann, wenn wir uns dieser Liebe Gottes öffnen, seinem Geist, nur wenn wir bereit sind, uns selbst zu verleugnen, sozusagen wie Jesus sagt, wenn wir uns diesem liebenden Gott öffnen, dem Wirken seiner Gnade und uns in Liebe einander zuwenden, wenn wir bereit sind, miteinander zu teilen, dann tragen wir miteinander die Last, dann wird die Last leichter, dann verringert sich auch der Schmerz in der Welt, dann entsteht Friede, Heil und Segen. Aber nur dann, wenn wir wirklich dem Herrn vertrauen und wenn wir bereit sind, auf Jesus zu hören. Er möchte uns Erleichterung schenken. Er möchte die Last erleichtern, nicht beschweren. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, weil nur seine Last wirklich leicht ist. So erfahren wir, dass Gott Quelle des Heils, des Lebens ist und dass er unser Heil will, dass wir einen Vater haben, der uns ewiges Leben schenkt, in seinem Sohn. Amen.